เป็นน้องเหรอพี่เป็นน้องลูกสาวก็สวยมาเดี๋ยวนายก็ยังเห็นอยู่นั่นแหละแต่ไม่เอากล้องเพราะว่ามันสะท้อนกระจกอ่ะตะกี้ลองเอากล้องจากโทรศัพท์กันมาเลยยิงผิดทีผิดทีดูสิว่าเป็นสัตว์ตัวสมน์มีเสื้อเรซิคอปเตอร์ไม่ได้
ก็ส้มตำก็ก็แล้วก็เลยไปลองหาไม่แบบก็ไม่ใช่หอมนะปลาไม่ดีหอมมากไม่ดีมันไม่เหมือนเดียวส้มตำเนี่ยนี่ก็12:07 เป็นเรื่องเดี๋ยวก็ถามว่าขโมยเออมันก็พอเห็นสีแล้วลูกแต่มันก็ไม่เหมือนไงใครนั่งตรงไหนTo jest taka fajna sprawa, bo chyba flagą tego landu jest biało-czerwona. Też poszła taka dawa. Halt!
was man mit ihr wohl tun kann. เราหงายท้องคนไทยเยอะมากเลยตะกี้ที่เขียนแบบข้ามทะเลข้ามทะเลสาบอันนี้เป็นชาไม่ขยันได้เลยไม่เยอะหรอกReel sausage. Ah, me nang ni. Nai, me nang bukan. Real. มีแต่แบบนี้อย่างเดียวแบบนี้ยังไม่ได้กินเป็ดนะสั่งสั่งจะจบสายๆนะ
A ty lustra myliły. Co? Te lustra mnie tak myliły. What is most often gay, huh? This is iron in the red stone, calcium in the white, magnesium is yellow on the zero,
Das Klima wird warm und mild und ausgedehnte Wälder breiten sich in den alpinen Regionen aus. Nun werden die Menschen sesshaft und bereits abgebaut worden ist. Tief im Inneren des Berges, vor 7000 Jahren, im Hallstätter Salzberg. Aus Wolle und Leinen, kegelförmige Mützen als Kopfbedeckung und Schuhe aus Fell und Leder. Ihre Künste, ihre Vorstellung von Leben und Tod und ihr Glaube stehen für eine Epoche der Menschheitsgeschichte, die Hallstattzeit. Wie heute in der Wüste. In dieser Zeit beginnt die Entstehung aus den Gesteinen Salze und andere Minerale. Über Bäche und Flüsse gelangen die Salze in das Wasser, als zufließt. Das Binnenmeer trocknet aus und übrig bleibt Salz, das sich mit anderen Mineralien wie Kalk, Gips und Europa nach Norden und mit verschoben wird auch das Salz. Die Auffaltung der Alpen hat begonnen und die Gebirgsflanken der Berge werden steil und rissig. Die eingequetschten Salze werden überformt und Wasser mit einer Sättigung von 30%. Das ist ungefähr 10-mal salziger als das verdunstet und übrig bleibt weißes Salz. Aber wie wird die Sohle aus dem Salzberg gewonnen? Hier, mitten im Bergwerk, wird zuerst... Ja, wie soll man denn da arbeiten? Na, fix einmal, der Strom haut heute schon... Geht's hier mir überhaupt? Ich meine, könnt ihr mich verstehen? Ja, ja, wiederholt. Sagt einmal, kennt ihr eigentlich die Geschichte vom Mann im Salz? Nein, nein, das habe ich. Im März des Jahres 1734 hat sie Folgendes zugetragen. In Kaiser Josefberg und dem dortigen Kielberg, das war ein Sinkwerk, so wie ihr es ja gesehen habt, das heißt, für Nicht-Bergleute wie euch, einen Humpler hat es gemacht und die Decke war unten. Zur Verwunderung der Knappen steckt da mitten im Gebirge die Leiche toten Mann heraus. Eigenartige Schuhe und Kleider soll er angehabt haben. Wie der wohl sein Ende? Die braven Bergleute haben die Leiche geborgen und sind so schnell raus aus dem Berg, wie es heute halt gegangen ist. Sie haben ihn nach Hallstatt hinuntergetragen. Die Bergleute wussten sehr wohl, dass der Leichenfund sehr, sehr alt ist. Mehrere hundert Jahre vielleicht halten mit der Leiche vom Mann im Salz. Denn wo sollte ein Ungetaufter bestattet werden? Schnell hat ihm Pater Matthias eine neue Identität eines Jahre zuvor verunglückten Berghaus, der Mann im Salz. Ja, soweit diese Geschichte. Aber die Wirklichkeit. Museums Wien an einem Projekt, das sie schon viele Jahre in Bann hält. 3 Jahre sind vergangen, seitdem man die Stiege an der Originalfundstelle abgebaut hat.
In der Zwischenzeit wird untersucht, analysiert und durchleuchtet. Es benötigt einen ganzen Monat Arbeit, dieses Holzbauwerk wieder zusammenzusetzen. Immer unter der Erde ein reiches Salzlager. Vor 4000 Jahren verändert ein neuer Werkstoff die Gesellschaft. Die Metalllegierung aus Kupfer und Zinn. Geräte aus Holz, Felle, Stoffe, Speisereste und Exkremente. Auch to a sack she had to carry, which could easily weigh up to 66 pounds. Mutlos Arbeitsplatz ist bei den Holzleuten. Über die Stiege wird das Salz hochgetragen und die Workers and Carpenters, the salt is carried high along a staircase, beglückwünscht ihn. Udlow has done his day's work. His sister congratulates him. So. Now, before the train is come for coming, and I hope you have enjoyed the tour, and I wish you a good time here and a good journey. Dankeschön und Glück auf! Mit 8 Tochterfirmen und einer Exportquote von 45% aus See, Hallstatt und Bad Ischl über 400 Jahren und ist wert und kontrolliert. Im Verdampfer kocht die Sohle. In unseren drei Hallen wird das Endprodukt gelagert. Diese 10 bis 50 Kilo Säcke enthalten Viehsalz, Auftausalz, Gewerbesalz und Speisesalz. Von der Salinen Austria AG noch weitere Salzspezialitäten, die zum Probieren einladen, wie etwa die Natursalzlinien Glück auf oder Spirit of Salt. All diese Produkte erhalten Sie in den Salz. ไม่เหมือนแป้งมากกว่าอันนี้ไม่ได้หอมนะ